ist dann schon immer ein Stück weit wieder Heimat und nach Hause kommen. Und von daher freue ich mich immer, wenn ich mal wieder hier sein kann. Mit ein bisschen mehr Spielglück haben wir schon die Möglichkeit, einen Punkt zu holen. Und das wäre auch, denke ich, nicht unverdient gewesen. Ja, natürlich fragt man jemanden, der seine Nachwuchszeit hier in Cottbus verbracht hat und nun wieder mit einer gegnerischen Mannschaft hier auftaucht, wie es dann so ist, in dieses Stadion zu laufen mit diesem unglaublichen Rahmen. Ja, das ist ein schönes Gefühl. Ne? Ich bin hier groß geworden, nicht weit. Meine Eltern waren heute da. Ist dann schon immer ein Stück weit wieder Heimat und nach Hause kommen. Und von daher freue ich mich immer, wenn ich mal wieder hier sein kann. Du spielst, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Rolle beim ZFC. Ich habe nicht mitgezählt, aber bestimmt waren es 10 Dinger, die du mit dem linken Fuß schön auf die rechte Außenbahn gescheucht hast. Nur deshalb, weil der Mann immer frei stand? Oder ist das so ein bisschen euer System? Naja, wir haben uns auch schon Cottbus angeschaut, wie sie spielen, haben uns da schon einen Plan zurechtgelegt. Und ich denke, dass der auch ganz gut funktioniert hat, ne? Dass Cottbus schon Probleme hatte heute gegen uns. Und mit ein bisschen mehr Spielglück haben wir schon die Möglichkeit, einen Punkt zu holen. Und das wäre auch, denke ich, nicht unverdient gewesen. Wobei Cottbus ja noch die eine oder andere ganz große Chance hat, wenn ich kurz vor dieser Riesenchance, die ihr hattet, denke. Definitiv, dann zum Schluss musste natürlich aufmachen, da hat Cottbus dann Räume und Konterchancen. Das war uns klar, aber ich denke auch, der Elfmeter war, glaube ich, in der 70. Minute, wo wir auf 2-2 stellen. Dann wurde es hier unruhig im Stadion, ne? dann kann es schon sein, dass Cottbus anfängt zu wackeln. Hauen wir leider gegen die Latte, ist eben so, müssen wir weitermachen, aber ich denke, das wird uns nicht umhauen. Meuselwitz in diesem Jahr überraschend stark. Liegt es an dem Trainer, der ja, wie ich gelesen habe, sogar ein Fußballlehrer ist, also die höchste Qualifikation Deutschlands besitzt. Kann der euch da so viel von seinem Wissen weitergeben, dass es vielleicht deshalb gerade so gut läuft in diesem Jahr bei euch? Ja, ich denke, das ist auch ein Baustein. Ne? Das sind mehrere Bausteine, die eine Rolle spielen. Der Trainer natürlich absolut an vorderster Front. Aber der bezieht uns alten Spielern mit ein, ne? Nimmt uns da immer mit ins Boot, hört sich unsere Meinung an und da arbeiten wir als Gruppe schon relativ eng zusammen und da passt das dieses Jahr ganz gut im Team. Abstiegskampf dieses Jahr auf keinen Fall? Ich hoffe nicht. Das wäre mal schön, nach 2 Jahren, wo wir bis zum letzten Spieltag im Keller gesteckt haben, wenn wir dieses Jahr mal eine ruhige Saison spielen. Da würde ich mich freuen.